Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute die Hanseatic Card Kreditkarte an, und zwar die kostenlose Variante, die Genial Card. Und zwar habt ihr euch die ja aus der Community gewünscht, dass wir uns die auch mal anschauen. Und generell kommen ja oder laufen die Kreditkartenvideos auf YouTube ja sehr gut. Da kommt jetzt auch definitiv, nehme ich heute gleich noch einen Schwung auf mit neuen Kreditkarten. Ihr könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht oder welche Kreditkarten ihr auch noch mal möchtet, dass ich mir die genauer anschaue, so wie heute eben die Genial Card. Und da legen wir jetzt doch gleich mal los. Und zwar, also die ist auf alle Fälle auch kostenlos. Wir kennen das ja schon von der Barclay Card, Visa Card oder eben der Bank Norwegian Visa Karte, die ja beide echt sehr stark sind, gerade die Bank Norwegian noch mit den ganzen Versicherungsleistungen. Und die Hanseatic Card, die kostenlose, wirbt halt eben hier auch mit keiner Jahresgebühr, weltweit gebührenfrei bezahlen und abheben. Und das ist halt auch wieder genau der Punkt, um das es geht, dass da hier normalerweise keine Fremdwährungsgebühren anfallen. Das schauen wir uns natürlich jetzt gleich im Detail noch genauer an. Aber eben, was sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn es jetzt nicht eine Cashback-Kreditkarte ist oder wenn es ums Meilensammeln geht, wie jetzt zum Beispiel bei der American Express, da ist es ja hauptsächlich, wo ich immer sage, nutzt die im Euroraum und hebt damit auch kein Geld ab, weil das ist sehr, sehr teuer. Hat mir auch letztens die American Express Hotline selber wieder nicht dazu geraten. Und da ist es halt generell so, bei der Genial Card oder bei einer Kreditkarte, die eben einfach rein fürs Reisen oder als Alternative, wenn zum Beispiel die Amex nicht geht, funktionieren sollte, würde ich echt darauf achten, dass es nichts kostet bei Bargeldabhebungen, nichts kostet bei Fremdwährungseinsatz. Also wenn ihr jetzt in den USA seid und in Dollar kauft oder keine Ahnung, in, was fällt mir gerade ein, was gibt es noch? Nee, Pesos, das war früher, fällt mir gerade nichts ein. Aber auf alle Fälle, wenn ihr eben in der Welt außerhalb des Euroraums zahlt oder Geld abhebt. Und halt insgesamt sollte dann am besten auch die Jahresgebühr kostenlos sein. Und wenn ich mir das hier jetzt anschaue, wir werben natürlich auch wieder mit bester Kreditkarte. Ich muss hier auch sagen, ich habe die Genialcard selber nicht. Mir ist die oft schon untergekommen bei Recherchearbeiten und sonst was. Ich war immer glücklich mit meiner Barclay. Wie gesagt, da kennt ihr eh das Video. Kann ich auch noch in die Videobeschreibung reinpacken, genauso wie die Bank Norwegian Kreditkarte. Die habe ich ja selber auch nicht. Aber wenn ich mir jetzt die Genial Card anschaue, dann ist es halt echt so 0 Euro Jahresgebühr und ohne Mindestumsatz. Das ist halt wichtig. Und die verlangen halt keine Kosten, auch nicht in Fremdwährung. Also beziehungsweise da werben sie, dass du ohne extra Kosten zahlst. Genau. Da wäre jetzt vielleicht höchstens noch die Frage, das habe ich jetzt vorab nicht mehr angeguckt, wegen dem Abrechnungskurs. Normalerweise, wenn man den Visa-Kurs nimmt, der ist mehr oder weniger der offiziell gestellte EZB-Umrechnungskurs. Da ist es, also der ist wirklich richtig stark, oder Revolut hat einen sehr guten Umrechnungskurs. Nicht am Wochenende, aber unter der Woche. Da vielleicht jemand, wenn jemand hier schon mal Erfahrungen gemacht hat beim Bezahlen, ob ihm da aufgefallen wäre oder ihr, dass da irgendwelche starken Abweichungen, was den Kurs angeht, betrifft. Und ansonsten ist es natürlich wieder gut, wenn es gebührenfrei Geld abheben möglich ist. Hier wird natürlich wieder hingewiesen, dass Betreiber oder Banken auch wieder eigene Gebühren einführen oder verlangen können. Das ist gerade in den USA gang und gäbe. Also habe ich ja auch erst vor kurzem ein USA-Video gemacht, wo es darum geht, dass ich sage, wenn du 3 Dollar beim ATM fürs Geld abheben zahlst, bei einem Fremd-ATM, dann ist es schon günstig. Wie gesagt, geht auch bis 5 Dollar oder höher rauf. Und da ist die auf alle Fälle gut dabei. Gut, könnten wir uns jetzt ein YouTube-Video anschauen, das machen wir nicht. Ich finde das Design auch ganz schön. Erinnert mich aber insgesamt halt ein bisschen an die Visa-Card von Barclay, nur eben in Rot statt in Blau. Und genau hier wird nochmal erklärt, wie das insgesamt beantragt wird. Was ich hier auch interessant finde, dass du hier Geld überweisen kannst, und da müsste irgendwo sogar stehen, dass es nichts kostet. Nämlich Barclays, soweit ich das im Kopf habe, wenn du von der Kreditkarte was überweist, müsste, also waren mal 15 Euro. Ob das jetzt günstiger geworden ist, weggefallen ist oder teurer, das weiß ich gerade nicht. Ich meine,
kommt da eher selten vor. Das macht man ja höchstens, wenn man wirklich sagt, ich habe, ist gerade Not am Mann, dass ich Geld überweisen muss. Aber das, wie gesagt, habe ich, nee, habe ich selber noch nie gemacht. Geht aber hier auf alle Fälle auch. Genau. Und genau, wird hier auch nur wieder beschrieben, dass du natürlich, dass das ohne Girokonto läuft. Also das heißt, das nicht, wenn du jetzt zur Comdirect oder zur Consorsbank wechseln würdest, die ja die Kreditkarten an das Kontomodell gebunden haben oder geknüpft haben, das brauchst du hier nicht. Und hier sieht man es nochmal, und das finde ich halt wirklich schon sehr stark. Es ist kostenlos, du kannst weltweit kostenlos bezahlen und weltweit kostenlos Geld abheben. Genau, hier steht es nochmal, gebührenfrei aufs Girokonto überweisen. Und das soll Zins, ich meine, ich würde den sowieso nicht ausnutzen jetzt bei einer Kreditkarte, ist aber meines Erachtens auch ein paar Prozent günstiger wie bei der Barclays Visa-Karte. Und deswegen ist die auf alle Fälle schon auch gut. Also da, gut, ich will jetzt hier nicht auf solche Pakete gehen, weil da bin ich kein Freund davon. Wenn ihr das wollt, können wir das gerne mal in einem separaten Video machen oder eben auch mal in einem Live. Aber wie gesagt, das lassen wir jetzt außen vor. Aber die ist jetzt tatsächlich wirklich stark. Ich kann ja jetzt nichts sagen zum Kundenservice oder so. Da bin ich auf euch auch ein bisschen angewiesen, gerade die, die die Karte gefordert haben oder die dann eben selber nämlich an im Einsatz haben. Weil Barclays dauert ja momentan wirklich deutlich länger wie früher, was den Kundenservice angeht. Ich hatte trotzdem noch nicht das Problem. Und hier ist es halt so, die ist halt jetzt kostenlos, keine Fremdwährungsgebühr und überall kostenlos Geld abheben. Also das ist schon das, was ich immer als Reisekreditkarte sage, klasse. Es ist halt noch mit Versicherungsleistungen das Thema. Da wäre halt die Bank Norwegian nochmal besser. Da scheiden sich natürlich auch wieder die Geister, weil es immer jederzeit oder jederzeit, weil es auch immer mal wieder darum geht, was ist der Selbstbehalt bei der und der Versicherung, was sind die genauen Bedingungen. Dann kann es natürlich auch sein, wenn ich irgendwie 150 oder 300 Euro im Jahr für eine Kreditkarte zahle, dass das vielleicht, dass dann die Versicherungsleistung besser ist, muss aber nicht sein. Aber wenn es jetzt rein um das geht als Zahlungsfunktion, dann muss ich sagen, Daumen hoch, Hanseatic Card hat es auf alle Fälle auch verdient, empfohlen zu werden. Wie gesagt, ich habe da auch jetzt hier keinen Link von mir, kann hier keine Freundschaftswerbung machen und habe mich auch jetzt für kein Partnerprogramm oder so angemeldet, weil ich einfach nur sage, ich möchte es testen. Ich habe die selber aber nicht, wir schauen uns das an. Und es ist halt, wie gesagt, überall kostenlos. Das ist genau das, was ich sage als Alternative. Dann könnt ihr die im Geldbeutel haben. Ich würde mir sowas wie die Amex oder sonst was zulegen, was halt, wenn es um Cashback Meilen sammeln geht. Und dann hast du die immer als Alternative dabei und im Ausland, im Urlaub, nutzt du die dann. Also das finde ich eine sehr starke Sache und spielt auf alle Fälle vorne mit. Also da definitiv. Also nochmal Daumen hoch. Und jetzt gucken wir kurz, ja. Das haben wir eh schon wieder gut dabei, weil sonst hätte ich nämlich gesagt, wir schauen uns die auch noch an. Es gibt nämlich die Kreditkarten im Vergleich. Es gäbe nämlich noch die Goldcard für Vielreisende. Und das ist halt genau das, wo man sagt, wir haben uns die angeguckt ohne Jahresgebühr. Und das wäre halt dann nochmal eine, die hat dann nochmal Versicherungen mit dabei. Aber da können wir auch gern ein eigenes Video machen. Also das, das überlasse ich jetzt euch. Wenn euch die Goldkarte auch interessiert, schreibt es in die Kommentare. Generell möchte ich euch kurz was zeigen. Moment. Wenn wir hier nämlich bei Buy Me a Coffee reingehen, dann funktioniert das gerade nicht. Moment. Ach so, eine Sekunde. Genau, sind wir nämlich hier und da wird es jetzt zukünftig auch nochmal Themen geben, wie wir uns da interagieren können. Das ist jetzt nur die Plattform, wo ihr mir, wenn ihr wollt, einfach sagt, ich finde deinen Kanal cool,
Und wie gesagt, hier ist kein Affiliate-Link, gar nichts drauf. Dann kann man sagen, ich gebe dir einen Kaffee aus. Und ich liebe ja Kaffee. Also das, wer mich persönlich kennt, weiß das. Und da wird es aber auch nochmal, da bin ich gerade dabei, falls sich da auch jemand auskennt, weil man kann hier öffentlich posten, dann gibt es mit Memberships nochmal die Unterschiede. Aber ich würde gern irgendwie sowas machen, wie wir uns alle austauschen können. Das wäre dann ganz cool, weil dann könnte man auch nochmal hier so ein bisschen diskutieren oder hier alles reinschreiben, wer welche Kreditkarte möchte. Wie gesagt, gerne in YouTube reinschreiben, das ist gut für den Algorithmus. Aber irgendwie suche ich da noch eine Plattform. Wenn ihr euch da quasi auskennt, gerne Bescheid geben. Ansonsten, wie gesagt, hier ist es so, wenn ihr sagt, möchte den Kanal unterstützen, gibt es jetzt die Möglichkeit für einmalig oder wirklich so diese Supporter-Membership. Finde ich wirklich cool, wenn dann, und sage vielen lieben Dank. Und dann, ja, jetzt gerne nochmal in die Kommentare, ob wir uns die Gold anschauen sollen beim nächsten Mal oder eine ganz andere Kreditkarte. Aber auf alle Fälle muss ich sagen, die Genialcard ist wirklich stark. Die ist ja kostenlos, kostenlos Geld abheben, kostenloser Fremdwährungseinsatz. Das ist genau das, was wir brauchen. Wenn jetzt niemand in den Kommentaren schreibt, dass irgendwie Service oder Abrechnung irgendwie problematisch wären, eben gerade wenn es Umrechnungskurs gibt, dann ist das eine klare Empfehlung von mir. Das war's auch vom heutigen Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, euer Marco.